Herzlich willkommen beim Coachingzone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich kürzlich gelesen habe. Das Buch ist geschrieben von Mirjam Müller und Oliver Greve und heißt Wissenschaftsmanagement als Beruf – Strategien für den Einstieg. Ich habe auf dem Blog schon öfter Bücher von Mirjam Müller rezensiert, die ich immer richtig gut finde für Promovierende, so wie dieses Buch jetzt hier auch. 2014 erschien von Mirjam Müller Promotion Postdoc Professur Karriereplanung in der Wissenschaft und 2017 erschien Karriere nach der Wissenschaft alternative Berufswege für Promovierte. Das sind immer hilfreiche Bücher für Promovierende. Und auch dieses Buch Wissenschaftsmanagement als Beruf ist natürlich wieder total hilfreich und super, weil mir in Coachings auch öfter vorkommt, dass Leute sagen, also dass meine Coaches sagen, wenn Plan B ist Wissenschaftsmanagement. Also es gibt auch ganz selten mal Leute, die sagen, ja, Wissenschaftsmanagement, das ist das, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch schon mal das erste Ergebnis aus dem Buch, was ich mitgenommen habe, dass man Wissenschaftsmanagement nicht nur als Plan B sehen sollte, aber dazu später mehr. Vielleicht erstmal möchte ich darauf eingehen, warum das Wissenschaftsmanagement eigentlich was ganz Interessantes für Promovierende oder Promovierte ist. Wissenschaftsmanagement umfasst alle Positionen in Verwaltung, in Wissenschaftseinrichtungen, also in Verwaltung und Management. Also eigentlich sagen auch die Autoren hier in diesem Buch, dass Wissenschaftsmanagement der sogenannte Third Space ist. Also der First Space ist sozusagen Wissenschaft und dann gibt es noch einen Space Verwaltung. Ich will jetzt das gar nicht gerne so hierarchisieren, weil natürlich das eine auch ohne das andere vielleicht nicht, doch Wissenschaft gäbe, aber wahrscheinlich wäre Wissenschaft nicht so gut, wenn es nicht auch also dazu ist Verwaltung nötig, sagen wir mal so. Und der sogenannte Third Space, also dieses zwischen Forschung und Verwaltung oder zwischen Wissenschaft und Verwaltung, das ist das Wissenschaftsmanagement und dieser Teil, dieses Berufsfeld ist so in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen. Das liegt daran, dass sich das Wissenschaftssystem grundlegend geändert hat und dass es jetzt nicht mehr die Hochschulen jetzt weniger staatlich reguliert sind oder gar nicht mehr und das Hochschulrahmengesetz 1998 geändert wurde und dadurch sind natürlich Hochschulen auch zu Unternehmen geworden, die sich sozusagen selber verwalten müssen, die ihre Gelder selbst verteilen müssen und die auch also die Prozesse, die im Sinne von Management steuern müssen. Was da jetzt genau zugehört, sage ich gleich. Ich erkläre vielleicht jetzt erstmal auch den Aufbau des Buches. Das Buch besteht im Großen und Ganzen aus 4 Teilen. Eigentlich gibt es da noch einen 5. Teil, der also Anhang ist, wo es auch nochmal ganz viele praktische Informationen, Links, Literaturhinweise gibt. Aber wenn ich jetzt von 4 Teilen ausgehe, dann ist der erste Teil ein Überblick über Arbeitswelt-Wissenschaftsmanagement, wo so die Tätigkeitsbereiche beschrieben sind, die Arbeitsbedingungen beschrieben sind, die Karrierewege, die im Wissenschaftsmanagement möglich sind. Der zweite Teil des Buches beschreibt den Einstieg von der Entscheidung bis zum Erreichen des Ziels in verschiedenen Etappen. Da werden Hilfestellungen in allen Etappen oder Hinweise, Tipps, Unterstützung in allen Etappen gegeben, bis zu Handlungsvorschlägen, was man wie machen kann, wie man vorgehen kann. Im dritten Teil, das ist der Bewerbungsteil, da wird vertieft auch nochmal auf den Prozess von Recherche, von Stellenanzeigen eingegangen, aber auch auf Vorstellungsgespräche, wie man sich in Vorstellungsgesprächen verhält.
Und der vierte Teil, das ist schon so der sozusagen der fortgeschrittene Teil, da geht es nämlich darum, die ersten 100 Tage im Job, im Wissenschaftsmanagement zu bestehen. Und ich möchte jetzt gerne nochmal hier auf die einzelnen Teile etwas genauer eingehen oder die etwas genauer vorstellen. Also der erste Teil, Wissenschaftsarbeitswelt, Wissenschaftsmanagement, was ich da ganz interessant finde. Es gibt also einerseits geht es um die Entscheidungsfindung entlang der Frage, willst du da eigentlich arbeiten oder nicht? Und dazu muss man wissen, dass Wissenschaftsmanagement natürlich ein ganz breites Feld mit vielen Jobs, also Tätigkeiten, sage ich mal, Jobs hört sich irgendwie so komisch an, mit verschiedenen Tätigkeitsbereichen gibt. Ich will hier mal ein paar auf ein paar eingehen, nämlich Referent, Referentin in hochschulpolitischen Einrichtungen, Organisation und Koordination, da geht es um Koordination von Forschungsprojekten, aber auch Management von Fachstrukturen, also so, es ist wahrscheinlich sowas wie Dekanat. Organisationsentwicklung im Bereich der Finanzierung, zum Beispiel bei der Vergabe von Fördermitteln oder auch bei der Beratung zu Fördermitteln. Dann gibt es nochmal den Bereich Transfer, Service Learning, Nachwuchsförderung, klar, die ganzen Koordinationsstellen, Stellen im Bereich Gleichstellung, Familie und Diversity. Dann gibt es noch mal internationale Kooperation, Berufungsmanagement, Evaluation und Controlling, also sowas wie Qualitätsmanagement, Controlling. Dann gibt es aber auch noch mal Wissenschaftskommunikation, also Bereich Information und Kommunikation. Veranstaltungsmanagement, Studienberatung, Studiengangsmanagement, Hochschuldidaktik, Arbeiten in Schreibzentren, Alumniarbeit oder Studienförderung. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei den anderen Arbeitgeber und Geberinnen außerhalb der Hochschulen, weil natürlich auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die werden hier vorgestellt. Also was machen die und was ist da vielleicht auch im Bereich Wissenschaftsmanagement zu tun? Dann gibt es natürlich noch die Studienstiftungen, die Begabtenförderwerke und natürlich auch in wissenschaftspolitischen Einrichtungen wird Wissenschaftsmanagement gebraucht, wie zum Beispiel beim Wissenschaftsrat, Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftskonferenz. Ja, was auch immer, Stifterverbänden, da wird Wissenschaftsmanagement gebraucht oder das sind Arbeitgeber sozusagen für Leute, die im Wissenschaftsmanagement arbeiten. Was ich ganz interessant finde hier im Buch ist auch noch, dass nicht nur die Arbeitgeber vorgestellt werden, sondern auch nochmal darauf eingegangen wird, welche Vorerfahrungen man haben muss, beispielsweise Lehrerfahrung, beraterische Aus- und Weiterbildung, Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen, also betrifft jetzt nicht alle, ne? Zum Beispiel Erfahrung in der Lehre und Betreuung von Studierenden, hier zum Beispiel bei der Wissenschaftskommunikation, da sagen sie hilfreiche Vorerfahrungen, zum Beispiel Erfahrung im Verfassen von nichtwissenschaftlichen Texten, Erfahrung in der Ausstellungskonzeption, interdisziplinäre Erfahrung, was auch immer. Ich finde ganz interessant, hier in diesem Bereich, dass diese einzelnen Bereiche vorgestellt werden und dass auch nochmal vorgestellt wird, zu den Tätigkeitsfeldern, welche Erfahrungen da vonnöten sind. Deutlich wird in diesem Teil des Buches, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und wie der Weg dahin ist. Das finde ich nochmal ganz, ganz gut zum Gucken. Also zu schauen, passt es auch für mich? Also ist das was ich möchte? Und dieser Teil ist einfach sehr hilfreich für Leute, die vielleicht sich so generell mal informieren möchten über den Bereich Wissenschaftsmanagement. Und natürlich auch mit Blick auf die Erfahrung, weil das natürlich immer so eine Frage ist in der Promotion, was muss ich eigentlich noch machen außer meiner Dissertation? Da geht es ja häufig drum und hier könnte man auch noch mal gucken, ob da Tätigkeiten bei sind, die man auch als Erfahrung, sage ich mal,
später rahmen kann. Der zweite Teil des Buches heißt Der Weg ins Wissenschaftsmanagement und spätestens, wenn man sich noch kein Papier und Stift bereitgelegt hat im Teil 1, sollte man das jetzt tun, weil hier nämlich die Reise sozusagen des ins Wissenschaftsmanagement in 5 Etappen vorgestellt wird. Ich möchte hier nochmal, wenn ihr das Buch habt, euch nochmal auf Seite 100 verweisen. Da ist nämlich für jede Etappe, ist nochmal aufgeteilt in Wegbeschreibung, Rucksack, Schritte, also welche Schritte zu gehen sind, Kompass, also wie man sich orientiert und aber auch Abkürzungen, finde ich auch nochmal ganz interessant, weil man manchmal auch Abkürzungen nehmen kann, beispielsweise indem man ein Bewerbungstraining macht oder sich Feedback zu Bewerbungsentwürfen holt oder aber auch ein Coaching. Interessant. Ich stelle mal kurz die 4 Etappen vor. Die erste Etappe ist Information und Selbstreflexion. Dann geht es zunächst darum, sich einen Überblick über das Feld Wissenschaftsmanagement zu verschaffen und auch so zu gucken, was will ich da eigentlich, was sind meine eigenen Ziele, wo möchte ich eigentlich hin. Also so, es ist nur eine kleine Standortbestimmung vielleicht auch nochmal und nochmal so zu gucken, was muss ich jetzt nochmal so planen. Zweite Etappe ist Netzwerke und Institutionen kennenlernen. Da werden ganz konkrete Vorschläge gemacht und umsetzbare Aufgaben sozusagen formuliert. Da geht es auch nochmal um die Recherche, wer passt denn eigentlich zu mir und was gibt es überhaupt auch nochmal auf dem Markt, also wie komme ich da auch so dran. Und es werden da so ein paar Teilziele aufgezählt und für jedes dieser Teilziele auch wirklich einen Fahrplan entwickelt. Und wenn du das Buch liest, kannst du dann für dich überlegen, okay, wie würde ich das machen und das dann auch nochmal aufschreiben. Etappe 3, da geht es nochmal Bewerben und weitere Vernetzung. Und da wird einfach geguckt, also wird dir erzählt oder beschrieben, wie du Kontakte aufbaust und auch so den Bewerbungsprozess gestaltest, wobei der nächste Teil der dritte Teil des Buches ja auch nochmal das Bewerben an sich selber vorgestellt wird. Also in dieser dritten Etappe geht es dann nochmal, wie du Stellenangebote recherchierst und auch schon mal im Vorfeld Kontakte zu den jeweiligen Organisationen aufbaust. Und es werden dir ganz viele Tipps und Beispiele gegeben. Das ist nochmal ganz hilfreich. Etappe 4 ist dann der Einstieg ins Wissenschaftsmanagement. Da werden nochmal Stellenbeschreibungen konkreter analysiert und was ich ganz gut finde, ist da nochmal, dass du da aufgefordert wirst, auch die für dich in Frage kommenden Institutionen, Organisationen, Bereiche so ein bisschen mit der Lupe zu betrachten. Hier finde ich das auch gut zu gucken, welche Werte haben die, also was vermitteln die für Werte und sind das Werte, mit denen ich selber leben kann? Finde ich auch nochmal ganz interessant, dass man natürlich irgendwie schlecht, was weiß ich, in einer Stiftung arbeiten kann, die Werte vertritt, die man selber vielleicht gar nicht vertritt oder auch in einem Tätigkeitsbereich an der Hochschule. In Etappe 5 den eigenen Weg gestalten, heißt diese Etappe, diese lädt ein, sich mit den Zielen und der eigenen Motivation auseinanderzusetzen und auch nochmal so einen Blick auf die eigene Karriere zu werfen. Und da werden auch nochmal hilfreiche Fragen gestellt, die du nutzen kannst, dich zu orientieren und auch die für dich zu beantworten. So, Teil 3 des Buches, Bewerbung für das Wissenschaftsmanagement. Das ist so ein kleiner, kurzer, knackiger Teil zum Thema, wie bewerbe ich mich? Wie plane ich strategisch auch mein Bewerbungsverfahren? Wie kann ich mich vorbereiten, auch auf, das finde ich ganz gut, auf Vorstellungsgespräche. Da werden konkrete Tipps gegeben. Also alleine deswegen lohnt sich, glaube ich, schon dieses Buch oder ein Blick in dieses Buch, wenn man sich dann bewirbt. Ich fand da ganz interessant in diesem
in diesem Kapitel, dass der Autor, die Autorin da auch noch mal so deutlich gemacht haben, was wollen eigentlich Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen in Vorstellungsgesprächen wissen? Und da ist es noch mal auch interessant, weil der Bereich Wissenschaftsmanagement ja verlangt sozusagen, dass man sehr viel kommuniziert, also und dass man mit ganz viel unterschiedlichen, sage ich mal, Kunden, Kundinnen, Auftraggebern, Projektverantwortlichen, Fakultätsverantwortlichen, was auch immer kommuniziert. Also da finde ich das nochmal auch, dass diese Third Space auch nochmal so richtig rauskommt, dass man vielleicht auch schon zwischen allem steht und alles trotzdem irgendwie managen muss. Also einerseits wollen natürlich Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen wissen, kriegst du das hin? Also ne, kannst du kommunizieren? Hast du die soziale Kompetenz, wollen wir mal so sagen? Und natürlich auch die Frage, kriegst du das hin, die Aufgaben, die du machen sollst, auch zu bewältigen? Weil nur weil du aus der Wissenschaft kommst beispielsweise, heißt das ja noch lange nicht, dass du da auch diese Aufgaben bewältigen kannst, also ne, dass du aus deinem sozusagen über deinen jetzigen Tellerrand als Wissenschaftlerin schauen kannst. Was ich wichtig finde oder was mir aufgefallen ist, ich hatte das zu Beginn auch schon mal erwähnt, hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass du da begründest, warum du ins Wissenschaftsmanagement gehst und ich der Autor, die Autorin stellen da auch nochmal hilfreiche Fragen bereit, weil ich finde hier nochmal wichtig zu sehen, okay, das ist wirklich kein Plan B, das sollte zumindest im Vorstellungsgespräch rauskommen und also, dass du dich da auch richtig gut drauf vorbereitest und dass du die Entscheidung für den Beruf im Wissenschaftsmanagement bewusst getroffen hast und dass du da auch noch länger verbleiben willst, weil eigentlich heißt es auch so, dass wenn du ins Wissenschaftsmanagement gehst, ist es sehr schwer wieder, je nachdem wie lange du da bleibst und, ne, und wie weit du raus bist, ist es aber doch auch sehr schwer wieder in die Wissenschaft zu kommen. Also so mal zwischendurch auf dem Weg zu einer Professur oder so ins Wissenschaftsmanagement zu gehen, ist ganz schwierig, dann solltest du vielleicht lieber eine Professur vertreten, weil wenn du da einmal im Wissenschaftsmanagement bist, so dann solltest du auch da dort bleiben wollen oder ganz bewusst dich dafür entschieden haben. Ja, deswegen ist die Frage nach der Motivation auch nochmal ganz wichtig in diesem, sag ich mal, in diesem Kapitel, das auch schon so ein kleines bisschen als Workbook verstanden werden kann, wobei ich glaube, dass das ganze Buch dazu einlädt, das so ein bisschen auch als Arbeitsbuch zu betrachten. Das vierte Kapitel, da geht es um die ersten 100 Tage im Wissenschaftsmanagement und da gibt es nochmal so eine Unterstützung, weil sehr viele Abläufe und Strukturen des Wissenschafts- oder Hochschulmanagements beschrieben werden und man erhält so eine kleine Anleitung, wie man die ersten 100 Tage meistert, weil oft in dem Bereich ja doch auch nochmal eine andere Sprache gesprochen wird, sage ich mal, oder weil es für viele ja auch nochmal so einen grundlegenden Perspektivenwechsel in diesen Beruf geht. Es wird hier vorgestellt, wie man sich am Anfang in bestimmten Situationen verhalten kann, welche Situationen vielleicht auf einen zukommen können und welche Spielregeln da auch sozusagen gelten, wie man kooperieren und kommunizieren kann und nach allen Seiten offen sein kann, ohne jetzt auch nochmal so das Ziel, dass die Organisation slash Institution hat, aus den Augen zu verlieren, weil schließlich bist du da jetzt auch nicht mehr freier Forscher, freie Forscherin, sondern da steht auch ein Auftrag hinter dir sozusagen. Vielleicht noch erwähnt, bevor ich zum Endfazit komme, im Buch wird der Weg, der ja von Teil 1 bis Teil 4, so von der Entscheidung bis zu sozusagen den ersten 100 Tagen im Job geht, wird auch immer eine
fiktive Person hinzugezogen. Hier in diesem Buch heißt sie Hannah und es wird sozusagen der Weg von Hannah beschrieben, was Hannah so überlegt am Anfang bis dazu, was Hannah dann ganz genau macht im Bewerbungsverfahren, im Vorstellungsgespräch und so wie Hannah auch auf die ersten 100 Tage im Job zurückblickt, beziehungsweise auf die ersten, auf die, auf fünf, also irgendwann blickt Hannah dann 5 Jahre zurück. Ja, ich habe es ihm, wahrscheinlich ist es mir, das habe ich deswegen noch nicht früher erwähnt. Er hätte das jetzt, ich hätte das jetzt nicht gebraucht, aber vielleicht ist das ja für manche auch ganz gut, wenn sie sich das so vorstellen möchten. Ich hatte bei Hannah, muss ich jetzt zugeben, das ist jetzt irgendwie nicht so nett, aber ich hatte bei Hannah immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr Conny? Conny aus den Kinderbüchern? Wenn nicht, dann googelt mal Conny aus den Kinderbüchern, weil ich finde, Conny ist immer so eine, die alles richtig macht. Also Conny ist so ein Vorzeigekind und ja, und vielleicht ist Hannah das auch, was mich dann auch jetzt schon wieder so zu Überlegungen bringt, die so abschließend, die ich nochmal gerne mit dir teilen möchte, weil ich habe, während ich das Buch gelesen habe und ich habe ja auch schon mal öfter über das Thema Wissenschaftsmanagement nachgedacht, habe ich immer so gedacht, ja, vielleicht ist es was. Ist es nicht unbedingt, oder ist es für Leute, die, sage ich mal, erste Generation Studium oder erste Generation Promotion, vielleicht ist das für die Leute irgendwie nochmal etwas schwieriger, in diesen Job reinzukommen, weil ich glaube, vielleicht, ich weiß das nicht genau, ich denke das manchmal, vielleicht braucht man irgendwie so ein Selbstverständnis, sich irgendwie in diesen Managementkreisen zu bewegen. Und ne, es ist ja irgendwie kein Geheimnis, dass wenn man jetzt mal guckt, wenn so Berufe, ich sag mal, in Anführungsstrichen vererbt werden oder welche Leute Manager werden, ne, so das werden ja weniger Leute, die irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg sich nach oben gekämpft haben. Also die gibt es auch, aber eigentlich sind es da schon Leute, die aus Elternhäusern kommen, also die diese Sprache schon gesprochen haben, wo man sich mit auskennt. Und ich glaube, dass das könnte ich mir vorstellen, dass das im Hochschul- oder im Wissenschaftsmanagement auch so ist. Darum möchte ich allen irgendwie das nochmal, also ich möchte das gerne deswegen teilen. Vielleicht stimmt es nicht, also du kannst sagen, nee, das stimmt so, sehe ich so nicht, dann ist es gut. Super, nur wenn du da die Befürchtung hast, dass du das auch so siehst, vielleicht wäre dann eine Abkürzung, wirklich auch nochmal so ein Coaching, ja, so zu gucken, wie muss ich eigentlich sprechen oder sich, also es muss jetzt auch kein Coaching sein, dass man vielleicht einfach sich diese Szene mal anguckt und guckt, wie kann ich so ein bisschen selbstverständlich Wissenschaftsmanager oder Wissenschaftsmanagerin sein. Sicher wächst man da auch rein, vielleicht ist das auch ganz gut, wenn man bereits im Studium oder in der Promotion auch schon mal da so reinschnuppern konnte, beispielsweise im Rahmen eines Praktikums oder wenn man auch die Gelegenheit hat, das finde ich auch ganz gut und das wird auch in dem Buch auch ein paar Mal erwähnt, Kontakte zu knüpfen zu Personen, die in diesen Bereichen arbeiten und die vielleicht auch mal zu fragen, wie das ist, was man da braucht, und auch so ein bisschen zum Habitus oder zum Standing irgendwie, was muss man da eigentlich auch so jenseits von Qualifikationen, von harten Qualifikationen. Also was muss man an Skills mitbringen, in diesem Beruf zu bestehen? Vielleicht das nochmal zum Schluss. Unabhängig davon möchte ich auf jeden Fall immer sagen, wenn du interessiert bist an diesem Job oder wenn der auch nur ansatzweise für dich in Frage kommt, dann würde ich dir empfehlen, dir dieses Buch zu kaufen, zu leihen und vor allen Dingen zu lesen. Entweder direkt nach dem Master, nach der Promotion oder aber auch als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin nach der Promotion, in der Postdoc-Phase. Das ist vielleicht nochmal, was ich eben auch schon mal erwähnt habe, so wenn du dich entscheidest, ins Wissenschaftsmanagement zu gehen, gibt es häufig kein Zurück mehr. Also das heißt, so die Wissenschaft, du musst dich auch dafür entscheiden, die Wissenschaft zu verlassen und kannst aber trotzdem immer noch der Wissenschaft nahe sein.
Wenn das alles was für dich ist oder wenn du jetzt Spaß gefunden hast an diesem Buch, dann lies es vielleicht nochmal im Blog nach. Da habe ich auch nochmal die genaue Literatur, den genauen Literaturhinweis oder aber in den Shownotes dieser Episode. Dann ja, freue ich mich. Ach ja, vielleicht nochmal, wenn du Interesse hast, selber ein Buch zu rezensieren und es hier im Podcast oder im Blog vorzustellen, dann melde dich gerne bei mir. Wenn du ein Buch hast, von dem du denkst, dass ich das hier vorstellen und rezensieren sollte, dann melde dich auch sehr gerne bei mir. Dann schauen wir mal, ob und wie ich an dieses Buch komme und ob das was ist für Coaching Zone Wissenschaft, Ressourcen für Promovierende. Das war der Coaching Zone Podcast. Wenn du unterstützt werden möchtest in deiner Promotion, dann geh auf coachingzonenwissenschaft.de und schau dich um. Abonnier den Newsletter, abonnier den Podcast und vielleicht hören wir ja auch voneinander.